Hallo meine Pokéfreunde und Pokénenten zu einer weiteren Folge von Pokémon Blau. Wir sind hier noch in Mamoria City, denn ich bin nochmal zurückgegangen. Denn ich habe ehrlich noch das, ich glaube, Museum vergessen. Ist das das Museum? Wissenschaftsmuseum, genau. Ich habe es einfach nochmal vergessen. Das hole ich jetzt hier nochmal nach, also nicht wundern. Ansonsten, wenn es euch nicht juckt, dann könnt ihr einfach vorskippen. Nach vorne skippen, denn wir gehen heute noch, also wir gehen gleich nochmal in den Berg rein, in den Mountain. Hallo. Für Kinder kostet der Eintritt $50. Möchtest du hinein? Oh Mann, ja, okay. Okay, das sind $50. Wow, das ist wirklich Zeit. Ich meine, vielen Dank. Ja, ich weiß, dass ihr keine Kunden habt. Kunden vor allem dem Mike, ja. Dies ist ein außergewöhnliches Fossil. Was habt ihr denn so Schönes? Wow, was ist das denn? Aerodactyl-Fossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Für damalige Verhältnisse sah es aber schon gut aus, muss ich zugeben. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich Kabutops. Ja. Die schwarze Seele in den Augen. Kabutops-Fossil. Ein urzeitliches und seltenes Pokémon. Ja, die gleiche Beschreibung einfach nehmen, ja. Deshalb habt ihr also keine... Leute, bei euch, oh, ich nehme alles zurück, ich hab doch welche. Aber nur weil ihr eine kleine Stadt seid und sonst eh nichts. Egal. Ja, komm, diskutieren wir da eh nicht drüber. Die sind einfach nur. Nee, die haben einfach. Egal. Komm, ich möchte jetzt nicht diskutieren. Momentan haben wir eine Raumfahrtausstellung. Aha. Also, vielleicht hat es geklaut und alles. Mondschlein? Was ist daran so einzigartig? Das werden wir noch herausfinden. Och, nicht der schon wieder. Der 20. Juli 1969. Die erste Mondlandung. Für die Fernsehübertragung hatte ich extra einen Farbfernseher gekauft. Dein Ernst? Oh, das lief doch eh in Schwarz-Weiß. Wieso holt sie dir dann den Farbfernseher? Kann man nur so bescheuert sein. Auf dem Mondberg gefundenes Meteoritengestein. Mondstein? Ja, das ist ein Mondstein. Ein Mondstein ist ein Stein aus einem Bett. Und was macht der? Ja, ein Pokémon, nämlich ein Pikachu. Ich verspreche, ich fange eins. Ich hätte gerne ein Pikachu. Es ist so furchtbar süß. Mein Papa soll mir eines fangen. Ach, das ist dein Papa. Okay, ich dachte, ihr seid... Okay. Was das? Was? Space Shuttle Columbia. Ich lache mich hier gerade kaputt wegen dem Museum, weil die sind einfach nur schlecht. Ich glaube, man kann jetzt auch hier rumgehen. Hier in dieses Haus. Das ist. Oh ne, da brauchen wir. Wir müssen erstmal einen Weg finden, den Baum kaputt zu machen. Gut, dann kommen wir mal an einer anderen Stelle wieder hierhin zurück und wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir dann auch schon wieder. Hier am Berg. Sagt man es so? Ja, ich denke schon. Mondberg, Tunneleingang. Ach ja, und wir haben ja hier drinne unseren kleinen Verkäufer. Ja, unseren kleinen Abzocker. Der möchte uns nämlich, wie gesagt, ein Karpador für läppisch, in Anführungsstrichen, 500 Poké-Dollar. Ja, also der ist noch größer Abzocker als die Museum. Ich meine, Museum, das stinkt langweilig. Dass sie da Leute so drin hatten, das war, ne? Ein bisschen Glück und so, aber ja, Alter, das ist einfach nur Wucher. Und das ist einfach nur Verschwendung. Deshalb machen wir... Obwohl, sollen wir es machen? Ach komm, wir machen jetzt einfach. Ich hab's gemacht. Komm, das wird jetzt unser Running Gag, Leute. Wir machen es jetzt einfach in jedem Pokémon-Spiel. Einen Spitznamen geben. Ja, komm, wir nennen's. Für unser fliegendes Kirby. Wir nennen's. Fuck, okay. Ich habe einen guten Namen für ihn. Der wird sogar klein geschrieben. Oh Gott, ich bin schon gemein. Okay, ich bin schon gemein. Loser. Tut mir leid, Kapod. Du bist halt einfach ein Loser. Haben wir das jetzt ehrlich im Team? Das gehört nicht zu unserem Team, also wird es nicht aufgelistet hinten, okay? Nur, dass ihr es wisst. Nur, dass ihr es wisst. Carpador. Einfach nur ein ganz normaler Karpfen.
Er kann nur Platscher. Und Platscher macht nichts. Es macht nichts. Wollen wir speichern? Nee, komm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal in den Berg hinein. Und ab jetzt werde ich auch Pokémon fangen. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich mit Pokémon fange, aber die halt nicht auflöste. Aber Pokémon, die ich gefangen habe in dieser Folge, werde ich irgendwo kenntlich zeigen. Ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall werde ich die nicht im Team rechts anzeigen, da ich die ja nicht im Team behalte. Wir sind hier in dem Tunnel, der eigentlich ganz dunkel ist, aber ich finde es besser, wenn er nicht dunkel ist, weil es ist abfuckend. Ja. Und er ist voll mit Zubats. Ich sag euch, 99% der Kämpfe in diesem Tunnel werden Zubats sein. Ich sag's euch. Es ist einfach so. Komm, spuck dich an. Bam. Komm, das fangen wir. Komm, wir brauchen Pokémon. Ich mache eh noch ein bisschen Backtracking später im Spiel. Also, ja. Übrigens, ich schätze so, dass das... Oh, fuck, ich habe nur zwei Pokémon. Ich habe vergessen, einzukaufen. Nein. Oh Gott, ich habe vergessen, einzukaufen. Okay, das machen wir noch. Wir werden den Pokédex doch noch verfüllen, denke ich mal. Aber dann eventuell in einem Livestream, denke ich mal. Außer ihr habt keinen Bock, dann machen wir es nicht. Ich fange einfach nur so, weil ich... Einfach so. Dieses Pokémon lebt in Kolonien, an dunklen Orten. Es identifiziert und ortet Ziele mit Ultraschall. Nein. Da steht hier drauf. Sei vorsichtig, Zubat ist ein Blutsauger. Ja. So, habe ich Schutz gekauft? Habe ich gar nichts gekauft? Bin ich echt so blöd und habe nichts gekauft? Leute, so kann es nicht angehen. Ich muss nochmal einkaufen gehen. Tut mir leid. So unorganisiert, wie geht das denn? Komm, ganz schnell. Obwohl, doch, ich kann das lieber. So. Jetzt habe ich ein paar Sachen eingekauft und ich habe nachgeschaut, es gibt sogar momentan noch gar keinen Schutz. Oder gab es damals noch nicht? Ich weiß es nicht. Wo wir lang müssen, weiß ich auch nicht. Ich kämpfe mal erstmal gegen die. Was gibt's? Meine Kumpels müssten gleich hier sein. Und wie der ganze Boden sich so zu uns sitzt. Eine Göre möchte kämpfen. Mit einem Pipi. Ja, da haben wir es auch schon. Pipi, das kann man ja auch in der Höhle finden. Das ist aber ein bisschen seltener als ein Blutzug. Zubat, genau. Blutzug. Das ist ein anderes Pokémon, sorry. Deren Namen sind dann ein bisschen ähnlich. Die kommen dann ein bisschen mal verwechseln. Ist genauso das gleiche wie bei Radfratz. Das wird Radfratz genannt. Auch nicht Ratzfratz, aber das habe ich eh schon 5000 Mal gesagt. Oh, komm, man kann es eh nicht so gut. Ey, jetzt frag doch mal, Mann. Ich dachte, ich wäre in der Steinhöhle gut mit Wasser aufgehoben. Anscheinend ja nicht. Ja gut, Pipi ist auch ein Normaltyp. Und kein Gestein. Also ist es auch normal effektiv? Ich habe verloren, ja. Och, übrigens, was ich noch nicht gesagt habe, nachdem wir aus dieser Höhle draußen sind, das spule ich jetzt vor. Oh, ein Kleinstein. Komm, fangen wir das. Nachdem wir aus der Höhle draußen sind, kommt unser drittes Teammitglied. Ja, und wie gesagt, Carpador ist nicht unser Teammitglied. Oder Zubat oder Kleinstein. Ich fange jetzt nur, damit ich Eintrag bekomme in den Pokédex, weil ich hier alle fangen will. Wanderer stolpern in den Bergen häufig über dieses Pokémon, da es wie ein Stein aussieht. Ja, das kann ich mir vorstellen, wie das aussieht. Hier ist eine Treppe. Also, was heißt Treppe? Eine Leiter. Ich werde die Höhle übrigens nicht ganz erkunden, weil ich hasse die Höhle. Ah, ja, Flucht, zuckt uns nicht. Oh, Mann, nervt mich nicht. So. Ach komm, verschwinde, niemand mag euch. Nein, ich will nicht kämpfen. Ich skippe das echt vor, Leute, weil das ist langweilig. Hey, wer bist du denn? Wieso bist du so schwarz angekleidet? Wir sind das Team Rocket, die Pokémon-Räuber. Oh, Team Rocket sind Pokémon-Räuber? Okay, ich wusste das. Aber schau mal, wie die damals aussahen. Wie so ein alter Pedro. Einfach so richtig hässlich. Oh, und dann. Gut, RIP Sandern. Wir müssen dich umbringen, weil du gehörst einem Pokémon-Räuber. Und das ist einfach inakzeptabel. Oder wie man das Wort sagt. Ich bin nicht gut. Level 17, nice. Skröte entwickelt sich zu Turtok ab Level
31? 31 müsste es gewesen sein. Ich habe jetzt nicht geschaut, welches Pokémon es kommt. Ah, Radfratz, ja gut. Das ist ein Fall für Patex. Ach, Patex wird sich jetzt auch entwickeln ab Level 15, ne? Schauen wir das auch in diese Folge, das wäre ja was. Das wäre ja was. Das wäre echt cool. Und Patex sicherlich auch. Ich habe eigentlich nichts viel zu sagen, weil ich einfach nur so schnell wie möglich aus dieser Höhle weg will, weil die stinkt. Die stinkt nach Zubats. Es gibt 10.000 so Memes über diese Höhle mit. Oh, ich kann da so ein Meme, ich weiß nicht, ich kann das mal so ein bisschen erklären. Da wird so gezeigt, es gibt Dinge, die. Es gibt nur drei Dinge, die. Es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Erstens das Universum, zweitens die Anzahl an Zubats in Höhlen. Da musste ich schon richtig lachen. Aber ich wette, ich komme jetzt so vor wie so ein richtiger Loser, wie so ein richtiger Anfänger, weil ich die ganze Zeit irgendwas laber, was niemanden juckt und ich sterbe sogar gerade. Oh, ich habe keine Tränke gekauft. Also ich habe einen Trank gekauft. Ach, Blutsauger ist richtig fies, ist echt fies. Nö, ja, es ist verwirrt und hat sich vor Verwirrung natürlich selbst verletzt. Ist natürlich sinnvoll. Dann, Leute, wenn ihr verwirrt seid, dann schlägt ihr euch doch nicht selbst vor Verwirrung. Das ist einfach, das ist seit dem allerersten bis heute immer noch. Nach 20 verdammten Jahren ist das immer noch so. Ja, sorry, Patex, da kann ich echt nicht für. Wirst du halt nach der Höhle, zu einem Turboga. Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber ja, die Anzahl an Zubats ist, wie Einstein schon sagte, unendlich. Einstein. Kleinstein. Nein, ich hab's vermasselt. Und ich gebe ihm eine andere Stimme. Kann ich mit ihm mal reden? Verdammt, wie erkläre ich das meinem Partnern? Tja. Oh nee, ich bin hier falsch. Ein KP Plus ist natürlich gut, damit kann ich die Anzahl meiner maximalen KP erhöhen, aber Leute, das juckt mich jetzt nicht. Boah, jetzt kann ich schön vorspulen und das kann ich jetzt auch nicht, weil ich will, dass ihr das noch mitsieht. Ja, möchte das sogar, oder? Ja, ich muss auch links wetten. Oh, oder bei dir. Bin ich bei dir auch richtig? Hey, schleich dich nicht so herum. Tu ich nicht? Ach so, falsch stimmt. Streber möchte kämpfen. Magnetilo, oh. Das kommt jetzt schon? Ich dachte, das kommt erst ein bisschen später im Spiel. Okay. Okay. Ja gut, aber Wasser bin ich nicht gut dabei. Haben wir irgendwann... Komm, Kleinstein, komm, zeig mal, was du kannst. Komm, du bist nicht mal unter so einem Team. Du musst was können, oder? Komm, zeig mal dein Bestes. Du mit deinen Haaren. Was wunderschön erkannt. Ja, okay, vergiss einfach, was ich gesagt habe. Er kann nur Tackle. Ich dachte, er kann ohne eine Steinattacke. Aber er kann nur Tackle. Yeah. Oh, wir schaffen es sogar. Voltoball. Ach komm, Kleinstein, du bist doch so gut. Du schaffst das. Yeah. Schau mal, wie gut Kleinstein ist. Und er ist nicht mal in unserem Team. Das müsste was bedeuten. Oh, Einigler. Meine Attacke. Nein, das ist noch schlechter. Meine Pokémon bringen es nicht. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Mike, für einen Trank. Meine Pokémon sind so schlecht, selbst ein Kleinstein mit Haaren kann das besiegen. Sonderbonbon. Nice. Habe ich euch nicht erklärt, was Sonderbonbons sind? Ach, kommen wir später zu. Hey, du. Du erreichst Azuria City, wenn du es durch diese Höhle schaffst. Mann, ich gebe immer den falschen Stimmen. Aber das kann man auch nicht sehen. In der zweiten Gen, da konnte man das, glaube ich, so ein bisschen besser erkennen, ne? Da gab es mehr Sprites. So, da hätten wir einen Fall für Patex, aber soweit ich weiß, gibt es keinen. Nee. Sorry, Patex, du kriegst jetzt kein EP. Du wirst vergessen. Oh, shit. Macht überhaupt einen Käfersammler hier in der Steinhöhle? Das gibt keinen Sinn für mich.
heißt der Berg? Mondberg, glaube ich, ne? Da heißt das etwa, man kann im Mondberg Mondsteine finden? Wir wissen es nicht. Aber ich weiß es. Aber ich sag's euch noch nicht. Obwohl ich mir noch nicht ganz so sicher bin, weil, wie gesagt, die alten Teile sind noch ein bisschen leer. Und die sind noch ziemlich einfach, die Spiele, die alten. Also, ja. Boah, da wäre so viele coole EP für unser Taubsi gewesen. Ey, das ist doch so... Ist einfach nur Schande. Das ist einfach nur klar gewesen. Aber ich sollte jetzt nicht mal so viele Pokémon fangen, weil sonst kann ich später... Ah, Level 18. Nicht sofort unser drittes Teammitglied fangen. Ich hab verloren. Das hast du. Das siehst du richtig. Was? Achso, ich dachte schon, das wäre das Pokémon. Ein Pokémon. Fluchtseil. Yeah. Hier gibt's nix. Gibt's einen Weg nach hier. Und da ist eine Leiter. Warte. War ich hier nicht schon? Oh, verpiss dich. Waren wir schon? Scheiße. Nee, ne? Nee, ne? Ich hasse die Höhen. Ich bin jetzt sogar echt kurz davor zu cutten. Komm, ich gehe einfach mal nach da. Weil ich glaube, da ist es doch richtig. Dann waren wir ganz nur auf dem Weg mit Items. Aber ist ja nicht so schlimm. Ich meine, Items sind eh wichtig im Spiel. Auch wenn das Spiel, wie gesagt, schon ziemlich einfach ist. Im Gegensatz zu anderen Spielen. Hi. Wer da? Wohin man schaut? Überall nur zwielichtige Gestalten. Ach, ein Käfersammler. So. I'm calling you. Können wir mir gerne mal sagen, ob ich lieber cutten soll bei solchen Momenten. Wenn ich mich zum Beispiel verirre. Ich habe mich ja nur kurz verlaufen, deshalb wollte ich ja noch nicht cutten. Aber wenn ich es wirklich tun soll, dann schreibt mir gerne rein, dann tue ich es nämlich. Weil ich will es jetzt nicht so machen, dass es jetzt zu langweilig ist und ihr sofort abschaltet. Das ist jetzt nicht mein Ziel, ne? Ist auch klar. Gut, aber ich habe, glaube ich, Gegengift. Also nützt dir das ein wenig. Ah, Kukuna. Niemand will Kukuna, voilà. Ich hab doch gegen... Ja, siehst du, ich hab doch was gekauft oder gefunden. Whatever. Ich hab's auf jeden Fall. Ja, setz Härtner ein. Nee, yeah, setz Härtner ein. So, gewonnen. Hallo. Du hast mich eiskalt erwischt. Das siehst du richtig. Nee. Das ist... Nein. Oh. Look at this dude. Nicht dein Ernst? Sag mir bitte nicht, so sieht ein Paras aus in dem Spiel. Sieht aus wie ein alter Opa, Alter. Was ist mit dem los? Er hat so viele Drogen genommen, weil er. Komm her, komm mal an unser Team. Kriegst du keine Drogen mehr. Oh, der will aber Drogen. Müssen wir ihn ein bisschen erstmal verletzen. Vielleicht will er dann doch keine Drogen mehr. Wieso sieht das so aus, Leute? Wieso sieht das so aus? Was haben die Entwickler geraucht? So sieht ein Paras nicht in meiner Kindheit aus, okay? Das ist Schande. Es ist Schande. Deshalb fangen wir es nicht. Ich fange es nur, weil ich Pokédex-Eintrag will. Yeah, denn wir wollen ja Professor Eis Traum erfüllen. Pilz. Einfach nur Pilz. Ah, ist klar. Dieses Pokémon ernährt sich von Baumwurzeln. Wieso bist du in der Höhle, Walla? Die Pilze auf dem Rücken nutzen es als Würzstier. Nein. Da habe ich eben noch mal den ganzen Weg gehen. Och, du bist Einstein, Alter. Ja, wow. Nein, gewinnt. Die kann man auch Pipi finden, habe ich schon gesagt. Ich glaube schon, egal. Auf jeden Fall kann man hier noch ein Pipi finden. Jetzt geh weg. Ah, das ist ein Trainer. Okay, dann bin ich ja richtig. Wow, hier drinnen kann man sich leicht verlaufen. Ja, schon. Geht so. Und die Folge schon zu Ende? Was ist los? Seht ihr das, was ich gerade sehe? Seht ihr das?
Das ist kein Mirabler. Es ist ein... irgendeine... Das Einzige, was ich zu sagen kann, ist... Wieso? Wieso ist es so schwarz? No way, this is my way. Wieso ist es... Wieso ist es... Es ist blau und nicht schwarz. Game Freak. Was habt ihr geraucht? Ihr habt doch nicht etwa Mirabler gebraucht. Geraucht und jetzt... Und jetzt, hat es, den Sinn des Lebens verloren. So ist es Black and White, damit es... Ach, keine Ahnung. Sag mir... Befragen wir das einfach nicht. Die haben ihr irgendwas geraucht. Oder einfach nicht aufgepasst. Oder damals sahen die wirklich so aus. Ach, das Fenster war relativ gut. Ist ganz gut, nur... So, die, so der Körper, so in der Mitte ist so ein bisschen komisch. Ich höre mich hin und wieder mal so ein bisschen racist an, obwohl das eigentlich null geplant ist. Ja, ja, bibub, bibub, bist fast besiegt. Na, komm, gib mal einen Trank. Ja, gerne. Nein, ich habe viel verloren. Ja, ja. Oder, warte, kann ich das geben? Geht das? Nee, das hat keinen Effekt, dachte ich mir schon. Dachte irgendwie, das wäre in alten Spielen so. Nee, nee. Runter gibt's was? Ja. Ich dachte nur oben vielleicht. Wenn hier gibt's eh nur so ein Team Rocket-Mitglied. Diese dumme Band. Oh, die Folge ist zu Ende. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, denn hier geht die Party ab. Hier ist das Ende der Höhle. Wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Haut rein und tschüss.